Liegen am Wittenburger Berg. Sie liegen jetzt zwar auf der richtigen Seite, aber noch zu hoch. Der neue ehrgeizige Plan des Nahverkehrs Schwerin, die Landeshauptstadt, soll ein voll ausgebautes U-Bahn-Netz erhalten. In 3 Jahren, so das Ziel, sollen die ersten Untergrundbahnen vom Großen Dresch zum Marienplatz fahren. Name des Projektes: Schwerin 21. In der Tat ist etwas passiert, was ich in meiner Laufbahn mir überhaupt nicht hätte vorstellen können. Ich habe also einen Auftrag bekommen, wir, die NVS und die MVG, gemeinsam mit dem Land und der Stadt Schwerin zu untersuchen, dass die U-Bahn-Baupläne aus den 60er Jahren wieder aufgelebt werden. Es gab eine Vision vor 50, 60 Jahren, die Stadt völlig neu zu konstruieren und zu bauen. Nach dem Münchner Vorbild, die ja 72 zur Olympiade die U-Bahn bekommen haben. Gleiche Pläne gibt es für Schwerin. Mecklenburgstraße zu unterkellern, einmal zum Bahnhof hin, die komplette Achse zum Dresch, also unter die Erde zu legen und auch zum Schloss eine Trasse zu bauen. Und das ist in der Tat eine wirklich gute Aufgabe, die wir jetzt angehen und auch zügig forcieren. Der U-Bahn-Bau kann fast vollständig durch EFRE-Mittel finanziert werden. Bedingung dafür ist ein wirtschaftlicher Mehrwert des Projektes, der über den europäischen Raum hinausgeht. Darum ist eine direkte U-Bahn-Verbindung zum Parchimer Flughafen in den Planungen vorgesehen. Chinesische Touristen könnten so in 25 Minuten vom Airport Parchim für eine Fototour zum Schweriner Schloss gebracht werden. Da Schwerin ja vom Tourismus lebt und wir mittlerweile auch immer mehr Touristen aus Fernost bekommen, haben wir zum einen chinesische Investoren, aber auch Leute aus China, die ganze Monate mieten wollen, wo sie dann Schwerin besuchen wollen, wo auch das Thema U-Bahn-Neubau, Systemneubau in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern touristisch vermarktet wird. Das wird gigantisch werden. Und ich habe gehört, dass es auch eine Bewerbung gibt für die Olympischen Spiele, gerade zum Thema Rudern und Wassersport. Auch dafür werden wir dann gerüstet sein. Im zukünftigen U-Bahn-Streckennetz werden vor allem umweltbewusste Verkehrsmittel zum Einsatz kommen. Die ursprüngliche Überlegung, den Strom für die Innenbeleuchtung über Solarpanels auf dem Waggondach zu erzeugen, wurde allerdings mittlerweile verworfen.